Ja, hallo an euch da draußen. Ich habe es geschafft. Ich habe einen Perfect Score in Berlin geschafft. Ich habe es nicht live besprochen. Wie gesagt, aus bekannten Gründen. Man ist da sehr unkonzentriert, vergisst die Straßennamen, wenn man gleichzeitig redet. Deswegen werde ich es jetzt nachträglich nochmal die Runden besprechen. Und eins noch vorweg: Man musste ziemlich, ziemlich genau immer den Ausgangsort treffen, wenn man, also ich war einmal nur, ich glaube, so 12 Meter entfernt und das ist schon zu viel, da kriegt man nicht mehr perfekte Punktzahl von 5000 Punkte. Ja, und deswegen war es am Ende mal so ein Justieren. Habe ich auch mal ein bisschen Zeit investiert. Ich habe mir gute Runden vorher versaut, indem ich es dann nicht ganz genau justiert habe. Deswegen, ja, nicht wundern, dass ich am Ende immer ein bisschen lange überlege, ob es denn wirklich der Standort ist. So, Pegrunstraße. Und am Schmeding sagt mir natürlich alles nix. Dort im Hintergrund sieht man so eine Hochhäuser, erinnert mich an Marzahn, Hohenschönhausen. Gut. Und hier sehe ich gleich die Bruno-Baum-Straße. Vorher noch nie gehört. Aber das scheint eine etwas größere Straße zu sein. Der Bus fährt hier lang. Und ja, die Haltestellen, die werde ich auch als nächstes in Angriff nehmen. Denn meine Hoffnung war, man kann mal die Haltestelle schlecht erkennen. Aber manchmal kann man an der Karte hier diesen Bereich erkennen und der hat mir gesagt, dass wir uns wirklich hier irgendwie in Marzahn befinden. Und es war die erste Runde und glücklicherweise finde ich die Bruno-Baum-Straße ziemlich schnell. Und da ist auch die Pegrunstraße. Habe ich auch gleich entdeckt. So, und jetzt suche ich noch die Ecke am Schmeding. Direkt da. Ja, und die Häuserwand. Versuche ich jetzt noch zum Ausrichten zu nehmen. In der ersten Runde bin ich noch ziemlich schnell. Ja, das war perfekt. So, weiter geht's. Ja, hier sind wir gleich in der Sackgasse. Das ist natürlich immer schlecht. Und deswegen müssen wir erstmal raus. Versuchen, eine große Straße zu finden. Das kam mir alles sehr bekannt vor. Ich konnte es nicht zuordnen an der Stelle. Nalepastraße. Auch die Postleitzahl hier kann man nicht so richtig erkennen. Man muss natürlich mal bedenken, die Aufnahmen sind über 10 Jahre alt, glaube ich, und deswegen ist es schwierig. Aber hier erkenne ich die Tabatstraße, die kenne ich. Das ist nicht weit weg von zu Hause. Und da ist sie auch schon. So, und jetzt suche ich die Nalepastraße. So eine Ecke, ach, hier ist sie. So, und ich kam ganz aus dem Norden, wie ich jetzt hier nochmal feststelle. So, und die geht ziemlich lang und ich wundere mich, so viele Straßen habe ich hier gar nicht überwunden. Ich glaube, die Minna-Todeshagen-Straße, die gab es vor 10 Jahren noch nicht. Die wurde erst gebaut, diese Brücke. So, und jetzt versuche ich mich hier zu justieren, um herauszufinden, bin ich hier wirklich so weit gelaufen? Weil hier war ja eigentlich schon die Tabatstraße, aber hier sehe ich den Grenzweg, der ist tatsächlich erst da. Deswegen ganz im Norden. Bin immer noch ziemlich unsicher, dass ich wirklich so weit hier nach Süden raus bin. Aber anscheinend war es dann doch und ich gehe dann doch irgendwann. Im Nachhinein betrachtet, dauert es ziemlich lange. Gehe ich tatsächlich dann ans Ende der Straße. Ich gucke ja auch nochmal, dass die hier so eine Biegung macht, die Straße, und das stelle ich hier tatsächlich fest. Und deswegen dachte ich, ich muss hier sein. So, aber jetzt geht es justieren los. Wie gesagt, einfach nur so hinklicken, das kann schief gehen. Da ist ein Haus, wo ich mich wieder an der Häuserwand orientiere. Wir sind diesmal ein bisschen weiter innen. Und auf der anderen Seite sehe ich auch noch ein Haus, deswegen justiere ich mich da gleich nochmal. Das ist auch ziemlich gut, eher weiter weg, ein bisschen am Ende. Ja, und da bin ich auch ziemlich genau 1 Meter, also das war ziemlich genau. So, und wir sind beim dritten Standort. Erstmal alles geblurrt. Ostpreußen-Damm, sagt mir nichts. Kenne ich nicht. Ist immer schlecht, ist ein Gebiet, das ich da nicht so gut kenne. Also der Name sagt mir natürlich irgendwas, das hat man häufig im Radio gehört. Das muss eine größere Straße sein. Lippstädter Straße sagt mir auch nichts. Und ja, ich gehe weiter gen Norden, versuche wieder den Bushaltestellentrick, aber hier erkennt man gar nichts. Deswegen hat es mir nicht geholfen. Und ja, schaue mich ein bisschen um. Glaube ich. Naja, doch, versuche doch nochmal hier. Und hier sehe ich wieder, wir sind eher im südlichen Bereich. Ja, hilft mir jetzt noch nicht so richtig weiter. Und deswegen gehe ich weiter. Versuche immer zu merken, dass ich nach Norden laufe. Habe ich oft versucht, damit ich nachher wieder den Weg zurückfinde. Man muss ja den Ausgangsort finden. Und so. Das ist ein hilfreiches Schild. Lang mit Zehlendorf.
Langwitz nach Norden, Zehlendorf nach Westen. So, ja, kurze Schwierigkeiten, Langwitz und Zehlendorf zu finden. Hier ist Langwitz. Lichterfelde, dachte ich eigentlich, wir müssen irgendwie südlich, weil nach Norden geht es nach Langwitz und nach Westen nach Lichterfelde. Deswegen meine Hoffnung, das hier zu finden. Ja, den Ostpreußendamm. Und ja, gerade habe ich ihn gesehen, glaube bei der Fahrt noch nicht, jetzt eben. Sonst würde ich hier nicht mich weiter umschauen. Versuche nochmal diese große Straße hier anzuschauen, wie die heißt. Wismarer Straße. So. Und ja, ein bisschen verzweifelt gesucht in Lichterfelde. Kommt mir auch nicht so bekannt vor, dass ich die da jemals gesehen habe. Ja, und ewig langes Suchen und ich sehe weiter den Ostpreußendamm. Nur mein Blick ihn erhascht. Jetzt war die Maus gerade sogar drüber. Ja, da habe ich ihn gefunden. So, ich habe mich nicht mehr weiter. Ich stehe direkt am Ostpreußendamm. Deswegen dachte ich, ich laufe jetzt, glaube ich, ab. Irgendwo da muss ja diese Dorstener Straße oder so. Man kann es da nicht richtig lesen sein. So, und jetzt klapper ich, glaube ich, das ab. Gehe, glaube ich, erst in die falsche Richtung, nach Norden. Wertvolle Zeit, die hier verloren geht. Schnell nach Süden. Es muss Richtung Osten sein. Und immer noch nicht, immer noch nicht. Nein, die kleine Straße ist es auch nicht. Bis sie jetzt endlich Lippstädter Straße, da ist die Dorstener Straße. Und es geht wieder das Justieren los. Hier das geblurrte Haus hilft trotzdem ganz gut. Es geht so um die Ecke. Und ja, da fehlt noch ein Stück, also ein bisschen weiter in den Osten. Ja, da waren wir ziemlich sicher. Und das reicht auch wieder 1 Meter entfernt. Super. Ja, kurzes Durchatmen, um die letzten 2 Runden anzugehen. Ja, hier ist man in so einer ländlichen Gegend, gefällt mir gar nicht. Und dann an der krummen Lake, das kam mir bekannt vor und ich konnte es nicht zuordnen. Leider, leider, ich konnte es nicht zuordnen. Die Gegend, das kommt mir alles sehr, sehr bekannt vor. So, nächste Straße. Versuche hier einen Angriff zu nehmen. Ach, sieht man nicht ganz, dann ist es auch noch geblurrt, deswegen gehe ich hier weiter. Und weiter und weiter. Und ja, dann sehe ich hier den Namen der Straße, Duchrutter Straße, Hürseländer Weg. Es kommt mir nicht völlig unbekannt vor, aber ich kann es nicht zuordnen. Deswegen muss ich weiter Richtung Süden, bin jetzt hier völlig von der Straße abgekommen, aber das Ziel war eh mal raus aus diesem Gebiet. Ich brauche Straßen, die ich kenne, größere Straßen, vielleicht Bushaltestellen stehen, Hürseländer Weg. Ja. Vorbei an diesen irgendwie bekannten Häusern, Straße 6 oder 52, nicht sehr vielversprechend. Dann ist hier noch eine Sackgasse. Ich beschließe also zurückzugehen zum Ausgangsort. Bin weit gegangen. Hier in die Richtung geht es auch nicht weiter. Also nochmal gen Süden und versuche mich daran zu erinnern, welche Richtung ich gegangen bin. Mir fällt schnell ein, ja, ich bin doch in diese Richtung gegangen, also diesmal in diese. Und ich glaube, das war eine viel bessere Entscheidung, denn was ich jetzt gleich erblicke, Staunernheimer Straße sagt mir nichts. Aber gleich kommt ein Straßenschild, was mir sehr, sehr bekannt vorkommt. Und nein, auch noch nicht. Alles unbekannt, meine Güte. So im Nachhinein betrachtet, kommt dir das wie eine Ewigkeit vor. Damit der Schreiber weiß es. Und da ist die Odernheimer Straße, die ist in Köpenick, in Müggelheim. Und ja, da suche ich, da ist Müggelheim, da ist die Odernheimer Straße. Wir sind weit gefahren. Und ja, jetzt geht es wieder zurück an der krummen Lake. Versuche ich zu finden, finde es erst nicht. Man sucht die Straßennamen ab. Duchroter Straße kommt mir bekannt vor, da sind wir vorbei. Und dann finde ich sie ja an der krummen Lake und wir waren ja ziemlich am Ende dieser Straße. So, und jetzt ging es wieder ans Justieren. Wie gesagt, die vorletzte Runde, man wollte es natürlich jetzt nicht nachträglich noch versauen, indem man jetzt nicht prompt. Hier ist ein schönes Haus, wo ich genau an der Kante bin. Ja, deswegen versuche ich es jetzt, mich wieder genau dorthin zu stellen. Da kamen viele Häuser vorher nicht, deswegen habe ich gedacht, das muss dieses Haus hier sein.
Da waren weit keine Häuser direkt am Straßenrand. So, auf der anderen Seite ist auch ein Haus, das passt hier zu. Okay, also fein justieren, nochmal umgedreht, nochmal schauen, sind wir wirklich an der Kante. Und das sollte jetzt klappen. Ja, und da kam die letzte Runde. Die Zeit, man hatte kein Gefühl so richtig, wie lange das jetzt wirklich gedauert hat. Zeilerweg und Renzbacher Weg. Ja, diese Namen habe ich mir auch sofort gemerkt. Es kam mir nicht unbekannt vor, diese Gegend. Es war so der Gedanke, war man hier schon mal, es sieht nicht so völlig unbekannt aus, aber ja, natürlich wieder auf dem Weg, einen Namen zu suchen und jetzt, ja, Nachhinein, Prenzlauer Promenade. Kommt mir natürlich bekannt vor, ich war mir nicht hundertprozentig sicher, wo die genau ist. Ich habe schon eher im Norden das Ganze vermutet, aber wo genau? Ja, schwierig. So, da kommt eigentlich schon ein super Hinweisschild. Hamburg-Prenzlau, 114, 109, Pasewalker Straße. Okay, also A114 ist da. Die 109 stelle ich gleich fest, geht also südlich direkt darin über. Und ja, jetzt habe ich mich sehr früh auf den Weg gemacht. Eigentlich war es ja nur eine Nebenstraße und ich war schon unsicher, kam ich jetzt vom Osten, kam ich jetzt von Westen und ich dachte, eine gute Zeit zu erzielen, suche jetzt diese Straßennamen und gehe nochmal zurück, schaue sie mir nochmal an, auch den Weg, Zeiler Weg, Retzbacher Weg. Ja, und dann noch dieses Rüberschlittern hier, aus Versehen passiert, nochmal zurück. Zeiler Weg, Retterbacher Weg. Nochmal hier irgendwie suchend. Ja, ich werde nicht so richtig fündig. Man wird schon auch ein bisschen ungeduldig. Hofft natürlich, dass es nicht so lange dauert. Oh, jetzt habe ich sie sogar gefunden, den Zeiler Weg. So im Nachhinein ist immer alles einfach, wenn man die Karte sieht. Beim Spiel leider nicht. So. Ja. Also nochmal umschauen, die andere Richtung nochmal gegangen, Prenzlauer Promenade. So, Pasewalker Straße stand die Ausfahrt da, das muss weiter im Süden sein. Und auch wieder mache ich mich auf die Suche. Es ist meiner Ansicht noch ein bisschen südlicher gewesen. Ja, es dauert und dauert leider im Nachhinein. Hat noch eine bessere Zeit nicht möglich gemacht. So. Und da ist der Zeilerweg, den ich gerade schon mal gesehen habe, hier im Nachhinein. So, Retzbacher Weg, dort ist er. Und zum Justieren auch noch mal nicht ganz leicht. War ein bisschen Abstand zu der Straße. So, jetzt sage ich schon mit den Himmels Richtung Probleme, da sind die beiden Häuser. Wir waren auf dem Zeilerweg und ja, jetzt nochmal ausrichten. Jetzt natürlich wollte man nicht den Fehler machen, bin ich noch an der falschen Kreuzung. Und wir sind eigentlich hier. So, dann sind wir sogar mittig. Ich glaube, ich drehe mich nochmal um, diese Hauswand hier zu nehmen. Und die ist ziemlich an der Hauswand dran. Nochmal kontrollieren. Nochmal ein bisschen genauer. Und ja, reinzoomen, Guess, fertig. 7 Meter noch entfernt, das reicht für 5000 Meter. Ja, und das bringt uns zu der Zusammenfassung am Ende. Also, wir waren ein bisschen verstreut in Berlin, das war ja auch ganz schön. Zwei gute bekannte Runden, wo ich die Straßennamen wirklich sofort erkannt habe. Es startete gut hier in Marzahn. Ja, hier in, ja, wo sind wir jetzt am Ende? Hier Marienfelde, Lichterfelde. Irgendwie so da im Bereich, auch nah an der Grenze zu Brandenburg. Lief auch ganz gut. Die letzte Runde so im Nachhinein, ja, hat ziemlich lang gedauert. Deswegen, ja, nicht so eine ganz gute Zeit. Man sieht es auch 7 Minuten 30, nee, 3 Minuten 40 Sekunden hat das gedauert. Auch die Runde hier in Müggelheim mit 3 Minuten 7 Sekunden. Leider sehr lang. Mich leider ein bisschen immer verlaufen. Die ersten Runden waren ziemlich gut. So dass man am Ende auf die Zeit von 13 Minuten und 2 Sekunden kommt. Also, das
reicht hier leider nicht für das absolute Leaderboard. Also die Zeiten sind wirklich so im Nachhinein betrachtet echt, echt gut. Das Problem ist wirklich, dass man ja viele Straßennamen mir auch aufgrund der schlechten Kameraqualität im Vergleich zu anderen Ländern und zu anderen Städten nicht ganz erkennt. Ich weiß nicht, wie viel Sinn es macht, das sehr oft noch zu spielen, denn es gibt nur 250 plus Locations, das heißt, glaube ich, weniger als 500. Irgendwann doppelt sich es dann auch. Also ich hatte auch schon eine doppelte Runde dabei, wo ich das schon gesehen habe. Das ist natürlich schade dann, dass man da nicht genug hat. Deswegen, ja, denke ich, wird es mir reichen, aber ich habe es geschafft. Perfect Score, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.